und wir brauchen nichts gerade außer ein bisschen Luft und Liebe. Hallo liebe Sarah-Lash-Fans, ich begrüße euch herzlich zum Videotutorial zum Song Nichts von Sarah für die Ukulele. Mein Name ist Benny Benson, ich bin ein Musiker aus Augsburg und ich durfte Sarah 2 Jahre lang auf Tournee begleiten als Begleitmusiker und Support Act. Und heute erkläre ich euch eben, wie ihr das Lied Nichts auf der Ukulele spielt. Eigentlich ist das Lied im Original auf der Gitarre gespielt und ist auf dem Album von Musen und Matrosen zu finden und dazu gibt es auch ein Songbook. Dort findet ihr auf Seite 16 den Song Nichts. Und dort wird aber eben erklärt, wie ihr hier an diesen Griffbildern vielleicht erkennen könnt, wie man das auf der Gitarre spielt. Für die Ukulele brauchen wir andere Akkorde und wie die funktionieren und wie ihr das dann mit der rechten Hand begleitet und zupft, das erkläre ich euch in diesem Video. Viel Spaß dabei! So ihr Lieben, und los geht's! Wir brauchen für das Lied Nichts folgende Akkorde. G-Dur, D-Dur, C-Dur und das reicht auch schon für die Strophe. Mehr brauchen wir da gar nicht. Ich habe ganz vergessen zu erwähnen, die Ukulele bei mir ist jetzt gestimmt in G, C, E, A. Also das Standard-Tuning, das meist verbreitetste Tuning für die Ukulele. G, C, E, A. Gib Charlie einen aus. Für die, die einen Spruch brauchen, um sich zu merken. Finde ich immer ganz praktisch. So, also, wir gehen nochmal durch die Akkorde. Also G-Dur geht so. Der Zeigefinger ist hier auf der C-Seite im zweiten Bund. Der Ringfinger ist auf der E-Seite im dritten Bund. Und den Mittelfinger legt ihr auf der A-Seite in den zweiten Bund auch. Und dann haben wir G-Dur. Dann brauchen wir als nächstes D-Dur. Da ist es so, dass Zeige, Mittel und Ringfinger alle in denselben Bund müssen, nämlich in den zweiten Bund auf den oberen 3 Seiten. Also G-Seite, Zeigefinger, zweiter Bund. C-Seite, Mittelfinger, zweiter Bund. E-Seite, Ringfinger, zweiter Bund. Und wenn ihr dann alle 4 Seiten spielt, dann habt ihr D-Dur. Und dann kommt der einfachste von den 3 Akkorden, nämlich C-Dur. Da legt ihr einfach den Ringfinger in den dritten Bund auf der untersten Seite, auf der A-Seite. Genau. Und das ist alles, was ihr über die Akkorde wissen müsst. Dann können wir uns auch gleich schon an die rechte Hand machen. Die rechte Hand zupft bei dem Lied. Und zwar braucht ihr dafür den Daumen, den Zeigefinger und den Mittelfinger. Der Daumen liegt auf der C-Seite auf, der Zeigefinger auf der E-Seite und der Mittelfinger auf der A-Seite. Und da ein kleiner Tipp, versucht mal die Finger nicht so zu halten, also dass die so auf der gleichen Höhe sind, weil wenn jetzt der Daumen zupft, dann knallt er immer so hier an den Zeigefinger hin und dann gehen die sich so im Weg um. Deswegen ist es schlauer, wenn ihr quasi Zeige und Mittelfinger ein bisschen nach hinten schiebt oder den Daumen so, also einfach so ein bisschen auseinanderziehen und dann geht der Daumen hier vorbei und die zwei ziehen so nach oben oder zupfen so nach innen in die Hand rein. Genau. Das Zupfmuster, das ihr für den Song braucht, ist ganz einfach. Ihr spielt einmal den Daumen und dann Zeige und Mittelfinger gleichzeitig E-A-Seite nach oben. Ich greife gleich mal den ersten Akkord, G-Dur, und dann spiele ich euch das Zupfmuster mal vor. 1, 2, 3, 4. Ja, nochmal. 1, 2, 3 und 4. Genau. Und daran müsst ihr jetzt gar nichts mehr ändern. Ihr bleibt bei jedem Akkord immer bei diesen 3 Seiten. Also wenn jetzt D-Dur kommt, greift ihr links einfach um auf D-Dur. Alle Finger im zweiten Bund.
Und dann zupft ihr das gleiche mit der rechten Hand wie vorhin. Und dann kommt C-Dur. Genau. Und das war jetzt auch schon die Abfolge, wie oft jeder Akkord kommt. Also da kann man jetzt auf verschiedene Arten zählen. Man kann jetzt entweder den Takt zählen. Ich zähle mal die Takte durch, dann geht es so. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und dann geht es wieder von vorne los. Eigentlich ist das die schlaueste Art, so zu zählen. Also, weil ich gerade von verschiedenen Arten gesprochen habe, das schenken wir uns. Ich glaube, wirklich bei dieser Zählweise ist es am besten, wenn man einfach die Takte quasi so durchzählt. Und die Zählart, also man zählt quasi immer die Daumenanschläge. Also 1, 2, 3, 4, also 4 mal G, dann 4 mal D. 1, 2, 3, 4. Und dann kommt 8 mal C. Ich zähle jetzt aber nicht bis 8, weil ich quasi immer Takte zähle. Ich zähle jetzt 2 mal bis 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und dann geht es wieder von vorne los. Ich singe euch mal so ein bisschen die erste Strophe an. Da müsst ihr noch beachten, ihr singt quasi zuerst los. Und dann fangt ihr erst zum Spielen an. Also man fängt nicht gleichzeitig zum Spielen und zum Singen an. Das heißt, es geht dann so. Komm, wir fahren zum Strand. Komm, wir leihen uns ein Zimmer. Bleiben da für immer. 2, 3, 4, 1, 2. Komm, wir liegen unterm Schlafsack im schneeweißen Sand. Und fassen uns an einfach. Weil es nicht erlaubt ist, komm, wir sehen uns, wie wir sind und sagen ja bitte, die Welt ist was Schönes und wir sind die Mitte. Und das ist auch schon die Strophe. Ja, und dann zeige ich euch im nächsten Abschnitt, wie der Refrain gespielt wird. Bis gleich. So, und dann sind wir auch schon beim Refrain. Beim Refrain kommen zwei Akkorde dazu, nämlich F-Dur. Der geht so. Da legt ihr den Mittelfinger in den zweiten Bund auf der G-Seite. Die C-Seite ist dann leer. Und der Zeigefinger liegt im ersten Bund auf der E-Seite. Und die A-Seite ist wieder leer. Und dann klingt es so. Das ist F. Und dann ist noch neu A-Moll. Der kam vorher auch noch nicht vor. Und A-Moll ist ganz, ganz einfach auch. Da müsst ihr einfach nur den Mittelfinger hier auf der G-Seite im zweiten Bund liegen lassen. Und schon geht's los. Das war's. Genau. Jetzt ist es so, wenn ihr da, ihr müsst im Refrain nichts ändern am Zupfen. Wenn ihr jetzt da zupft, bei F zum Beispiel, dann merkt ihr vielleicht, dass ihr die obere Seite gar nicht spielt, obwohl ihr da aber einen Ton greift. Genau, also ihr könnt, das könnt ihr euch dann jetzt aussuchen, wie ihr das machen wollt. Ihr könnt den Finger einfach weglassen oder einfach liegen lassen. Wenn jemand vielleicht von euch eine eigene Version macht, wo er auch ein bisschen strummt oder so ein bisschen schrubbt, dann ist natürlich super, wenn der Finger hier liegt. Dann ist es auch wirklich ein F-Dur. Fürs Zupfen muss es nicht zwingend sein. Ich mache das einfach immer so, weil ich mir die Akkorde auch so angewöhnt habe. Wenn ich F lese, dann lege ich die zwei Finger hin und los geht's. Beim A-Moll ist es das Gleiche. Ne? Also da spielt ihr auch die unteren drei Seiten, C, E, A. Und die Seite spielt ihr gar nicht, aber ihr greift den Ton. Wenn ihr vielleicht auch so sehen mal daneben greift, dann habt ihr aber hier den richtigen Ton liegen. Deswegen könnt ihr das selber entscheiden, wie ihr das machen wollt. Ihr müsst ihn nicht hinlegen, aber wenn man A-Moll liest, dann greift man eigentlich auch immer eben diesen Finger hier. So, und jetzt spiele ich euch mal kurz den Refrain vor. Da ist es jetzt auch wieder so, dass wir die Takte zählen und jeder Akkord kommt jetzt hier einen Takt. Und dann klingt das Ganze so.
Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Ja? Genau. Nochmal. Eins, zwei, drei. Wir brauchen nichts gerade, höchstens ein bisschen Leichtsinn. Es wird von alleine gut. Und wir brauchen nichts gerade, außer ein bisschen Luft und Liebe. So, auch hier ist es so, dass ihr zuerst mit dem Gesangsauftakt anfangt. Also ihr singt: Und wir brauchen nichts. Ihr habt gemerkt, ich fange auf nichts erst mit dem F-Dur zum Spielen an. Genau. Dann haben wir noch die Bridge in dem Song. Da brauchen wir die Akkorde F-Dur, den habe ich euch schon im Refrain erklärt, und A-Moll und G-Dur. Hier ändert sich jetzt allerdings die Reihenfolge bzw. die Taktabfolge. Also F-Dur kommt jetzt zwei Takte, also so, eins, zwei. Takt, 3, 4 und G-Dur auch ein Takt. 1, 2, 3, 4. Nochmal ein Stück. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Genau. Und mit Gesang klingt es dann ungefähr so. 1, 2, 3, 4. Und alle deine Träume sehen gut an dir aus. Hey, die stehen dir brillant. Aber du nimmst sie ja leider meistens nicht mit nach Haus. Und wenn doch, dann landen sie im Schrank. Zusammen mit den Muscheln und dem restlichen Sand. Und ab und zu riechst du dran. Und so weiter und so fort. So geht dann die Bridge. Komm, wir fahren zum Strand. Komm, wir trinken ein Bier. Ich trink mich zu dir und du trinkst dich zu mir. Da wartet was Gutes und wir suchen den anderen.